Jetzt hier so eine Orte zu schaffen, gerade in der ländlichen Region, so eine Leuchttürme wieder auf das Land zu bringen, das ist natürlich ganz eine große Leidenschaft, die dahinter steckt, weil ich möchte gerne Menschen berühren und alle Menschen aus jeglicher Kultur und aus jeglichem Hintergrund, Bildungshintergrund. Also mir ist es ganz wichtig, einen Ort zu schaffen, in dem viele Menschen glücklich sind und für sich was Tolles mitnehmen, nach Hause am besten. Lieber Xenia Chef, Privet, lieber Norbert Thiel, meine sehr verehrten Damen und Herren, Themen wie die Klimakatastrophe, die Umweltzerstörung und der Krieg Russlands gegen die Ukraine hängen wie Damoklesschwerter über uns. Sie haben sicherlich die Pressemitteilung zu dieser Ausstellung gelesen. Dort werden diese Themen benannt. Die Frage ist, soll die Kunst, muss die Kunst darauf reagieren oder nicht? Es ist ein grundsätzliches Problem von Themensetzungen in Kunstausstellungen, die sich keinem originären künstlerischen Thema widmen und dennoch auf die Kunst zurückgreifen. Die Frage, ob die ausgewählten Werke illustrativ oder didaktisch eingesetzt werden oder nicht. Zum Glück belässt diese Ausstellung, die die Kunstwerke ja hier in die Räume integriert, den Werken viel von ihrer Autonomie und zwingt sie im Prinzip lediglich in einen Dialog mit dem Raum, mit dem Gebäude. Und insofern sind die Bilder, so finde ich, stärker in ihrer Sinnlichkeit, als es die politische Erzählung, die diesen Bildern vielleicht unterlegt wird, je sein könnte. Die Bilder sind aus ihrer Potenz heraus überzeugend, egal nun, wie deutlich man sie mit Worten unterfüttert und egal auch, wie katastrophisch die Weltlage ist. Das stimmt mich hoffnungsfroh. Norbert Thiel hat in seinem Kreisen um Leere, Einsamkeit und Vergänglichkeit Bilder entwickelt, die sich demutsvoll eingliedern wollen in die Traditionslinien der Kunstgeschichte. Keine konzeptionelle Hybris, kein Wegducken vor den Fragen an die heutige Malerei. Thiel beschreibt mit Ölfarben auf grundierter Leinwand Seinsweisen, die die menschliche Verlorenheit in den herrschenden Umständen zum Thema haben und misst gleichzeitig die Distanz des Individuums zu seiner Umgebung aus. Die während des pandemisch-ordnungspolitischen Kriechgangs der vergangenen Jahre entstandenen Bilder wirken in ihrer stabilen Anlage und kräftigen Farbigkeit wie der Versuch, die eigene Souveränität gegen die verordneten Einschränkungen zurückzugewinnen. Ein Anmalen gegen die Unbill des Lebens, zuweilen im Rückzug in die brandenburgische Einöde, ausgeführt in einer Malerei, die sensibel auf die Realitäten reagiert, sich zuallererst aber der Wirklichkeit der Malerei verpflichtet sieht. Aus dem Gefühl des Stillstandes heraus entwirft Thiel Kompositionen, die nicht von körperlicher Versehrtheit sprechen, obwohl die Bildoberflächen eine bewegte, bewusst nicht homogenisierte Natur haben, sondern von Empfindsamkeiten. Die Bilder stehend und lesend, die an den beiden kürzeren Seiten des Raumes angebracht sind, ähnlich wie hier der Dialog der Madonnen, sprechen von Konzentration wie von Distanzierung und Näherkommen. Kabinett, das ist dieses Bild mit dem Sessel in der Mitte und dieser Dachkammersituation, fokussiert Einsiedelei, vom Leben konstruktiv umrahmt,
in dem Architektur als stabilisierendes Mittel erscheint. Motive toter Vögel sehen Sie in der Eingangszone, schlagen den ernsten Ton eines Vanitas-Stilllebens an, das auf die Hinfälligkeit alles Irdischen verweist. Das Leben ist nicht virtuell, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass es so sei. Das Leben ist kein Theater und keine Fiktion. Um unserer Desorientierung entgegenzuwirken, umzingelt Norbert Thiel sein Publikum mit bildnerischen Statements, die man Bild für Bild als narratives Soufflieren interpretieren könnte, um einen Kontext des Authentischen herzustellen. Der Künstler hat seinen eigenen Kopf, das schätze ich sehr an ihm, wir kennen uns lange. Er ist ein höchst aufmerksamer, politisch interessierter Zeitgenosse. Spreizen andere sich mit Formaten larger than life, konzentriert er sich auf die vitale Balance von Figürlichkeit und Abstraktion. Die Kunst von Norbert Thiel hat den Einzelnen, den kleinen Rahmen im Blick, aber stellt eine Ermunterung dar für die vielen Vereinzelten in einer größeren Erzählung. Jinja Scheff zeigt in dieser Ausstellung Werke aus zwei Werkgruppen, aus Psychedelic Dante, einer Auseinandersetzung mit Dantes göttlicher Komödie, und aus Rote Liste, einer Beschäftigung mit der menschengemachten Naturzerstörung, als auch mit dem Verhältnis von Natur und Kunst. Die Welt wird geplagt von einer Seuche, und es herrscht Krieg in Europa. Es scheint so, als ob ein Zeitalter seinem Ende entgegengeht. Welches Buch beschreibt die infernalische Situation besser als Dantes göttliche Komödie? Letztes Jahr übrigens jährte sich Dante Alighieris Todestag zum 700. Mal. Dante mit seiner göttlichen Komödie als Entwurf einer universellen und überzeitlichen Ordnung wurde für viele Künstler seit über 200 Jahren zur Inspiration, auch bei Jinja Scheff, der einer der prominentesten russischen Künstler der Gegenwart ist. Übrigens liegt draußen auf dem Büchertisch auch ein Werk über die aktuellen Tendenzen russischer Kunst, in dem das Werk von Jinja Scheff vorgestellt und eingeordnet wird. Sehr zu empfehlen. Eine zunehmende ästhetische Rezeption von Dantes Werk, gerade auch durch die bildenden Künste, setzte bereits um das Jahr 1800 ein. John Flaxman und Joseph Anton Koch, die für ihre ausführlichen Commedia-Illustrationen berühmt sind, stehen mittlerweile in einer Reihe mit Odilon Redon, Max Klinger und Wilhelm Lehmbruck. Und nun schließen also Jinja Scheff an diese Reihe an. Dantes göttliche Komödie entstand zwischen 1307 und 1321. Nachdem Dante aus politischen Gründen aus seiner Heimatstadt Florenz verbannt worden war. Gezeichnet wird ein christliches Weltbild und beschrieben die Jenseitsreise eines Lebenden, es ist Dante selbst, hinab in die Hölle, in das Inferno, hinauf auf den Läuterungsberg, das Purgatorio, und darüber hinaus bis in die höchsten Himmelssphären, Paradiso. Was auf dieser Reise geschieht, kann man als eine Art Abenteuer verstehen. Es ist aber zugleich auch eine Erfahrung einer göttlichen Ordnung, die nach Tod und Gericht jeder Seele ihren gerechten Platz zuweist, gemäß der Sünden und Verdienste zu Lebzeiten. Sie sehen hier Jinja Scheffs Ausschnitt aus diesem Zyklus. Der Zyklus ist sehr viel umfangreicher, also sind hier nur
entsprechende, auch den Räumlichkeiten zumutbare Werke zu sehen. Die heute weitgehend vergessene Vorstellung eines Seelengerichts wird von dem Künstler in gut einem Dutzend Blättern präsentiert. Der Künstler arbeitet schon seit 2019 an diesem Zyklus. Insgesamt sind bisher gut 50 Blätter entstanden. Allerdings mit dem feinen Unterschied zu Dantes Vorlage, nämlich Jinya Scheff illustriert nicht, er adaptiert. Er erweitert den historischen und den bildnerischen Rahmen auf zeitgenössische Weise. Seine Blätter sind ein Gang durch das 20. Jahrhundert, angefangen mit der Ermordung der Zarenfamilie bis hin zu einem projizierten Paradies auf Erden in erhoffter Friedfertigkeit. Historisches und Aktuelles verschwistern sich und Jinya Scheff kommt zu seinen eigenen Überlegungen. So wird klar, dass die Hölle nichts Fernes und nichts Unterirdisches ist, sondern sehr nah und sehr diesseitig. Die Hölle ist in uns, immer dann, wenn sich das Böse meldet, wenn unsere eigene Negativität zum Durchbruch kommt. Jeder von uns ist sein eigener Teufel und wir selbst machen uns die Welt zur Hölle, schreibt Oscar Wilde. Im Zentrum dieser Deutung stehen drei Leinwände Jinya Scheffs in Mischtechnik auf Leinwand erarbeitet, die eine geradezu brodelnde Vision von Inferno entwerfen. Dante und Vergil erscheinen mehrfach im Bild als Protagonisten. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie diese sehr kleinen Figuren Dante und Vergil erkennen. 9 Aquarelle auf Papier erweitern die Bilder einer giftigen Mischung aus Feuer, Schlamm und tödlichen Dämpfen. Eine Mischung, die ziemlich gut aussieht. Fragt man sich, kann danach noch etwas kommen? Wird es ein Überleben geben? Wir wissen es nicht. Die Bilder sehen trotzdem gut aus. Die Bilder dieser Serie Psychedelic Dante sehen wirklich sinnlich aus, wie aus Urmaterie destilliert. Der Künstler ist ein Meister alchemistischer Praktiken. Er verrät auch nicht, wie er das gemacht hat. Ich konnte nur aus unserem Gespräch erahnen, dass er Tusche mit Tee, mit Naturpigmenten mischt und den Eindruck entstehen lässt, dass er Malerei nur gerade mit so viel Schärfe und Genauigkeit fasst, wie in einem verdampften und verqualmten Goldfindergewölbe möglich ist. Früher hat der Künstler auch mit flüssigem Bernstein gearbeitet. Er kennt sich aus mit der Natur, die auf seine Entscheidung hin in die Kunst einfließt und sie grosso modo zu nichts anderem als einem Tummelplatz unbekümmerter Willkürlichkeiten macht. Das ist ungewohnt großartig. Seine Bilder sehen aus wie Ablagerungen, wie Schnitte durch Bodenformationen, wie andauerndes Rohstoffbrodeln, Erfahrungen im Drogenrausch. Das Zufällige und das Unerwartete spielen eine wichtige Rolle. Man meint, sich eines Nachhalts surrealistischer Automatismen ausgesetzt zu sehen. Jedes Bild ergibt sich aus Farbverläufen, die scheinbar aus dem Gedächtnis der archetypischen Welt ausquellen. Pointiert setzt Jinya Scheff da hinein, smarte, kleine, konkrete, figurative Zusätze. Zuweilen legt das Material aber auch selbst gewisse figurale Anmutungen frei. Die einfließenden Farbstofflichkeiten bieten dem Künstler eine Tür zur Intuition an. Umgekehrt stellt jedes fertige Bild selbst für das Publikum eine solche Tür zur Intuition dar. Wenn Sie sich frühere Kataloge von Jinya Scheff anschauen, dann sehen Sie, dass er bis vor 2 Jahren, bis ins Jahr 2020,
ganz anders gemalt hat, nämlich ziemlich spitz, pinselig, präzise im Sinne der reinen Naturnachahmung, aber mit einem surrealistischen Touch. Nun also dieses neue Interesse an der Ungebärdigkeit des Materials und am Zufälligen. Seither, also seit 2 Jahren, arbeitet der Künstler quasi zweispurig. In seinem Triptychon Hirschkäfer aus der Serie Rote Liste verbinden sich erneut Geheimnis und Vorstellung, nun aber mit einem deutlichen Fingerzeig auf Naturvernichtung, Artensterben, Klimawandel. Der Künstler beschwört die Kraft des Ursprünglichen, der Natur, der Energie. Er selbst setzt alle ihm zu Gebote stehenden künstlerischen Ressourcen frei, um zu zeigen und zu warnen. Er bemüht sich redlich, vorbildlich zu sein. Genia Scheff hat sogar mit einer Serie kleinformatiger Zeichnungen auf Verpackungsmaterialien begonnen. Also Nudelverpackungen oder was es sonst so im Haushalt gibt, aufgerissen, zerschnitten, und Sie können das hier in diesem kleinen Kabinett auf der anderen Seite sehr gut sehen. Mit gefundenen Vogelfedern zeichnet er im Recycling-Modus. Aber seien wir ehrlich, das alles wird die menschliche Hybris und mögliche Katastrophen nicht bannen. Auch die Kunst wird es nicht richten können. Wenn wir auf die Ökonomie schauen, das Schreckensszenario könnte kaum schlimmer sein. Die Wirtschaft steht nicht bloß vor einer Rezession, sondern vor einem strukturellen Bruch, der Deutschland und Europa an den wirtschaftlichen Abgrund führen könnte. Von der Energiekrise sind ganze Branchen bedroht. Womöglich der Kern dessen, was das Land in den vergangenen Jahren zum Gewinner der Globalisierung gemacht hat, unsere Industrie. Auch der bevorstehende industrielle Zusammenbruch wäre ein Inferno. Dass die Industrie sich erneuern muss, fit werden für eine neue Zeit, unabhängig von China und anderen Autokraten, befeuert mit erneuerbaren Energien, befreit von fossilen Brennstoffen, ist mittlerweile jedem klar. Aber was nun fehlt, ist billige Energie. Deutschland steuert auf einen Abschwung zu. Kann uns geholfen werden? Niemand weiß. So bleiben wir im Angesicht des Kunstschönen mit einem Gefühl der Ohnmacht zurück. Der Abend ist schön, ich geh nochmal los. Die Latschen sind eng und die Welt ist so groß und nach unten gebogen, damit wir nicht sehen, was da noch kommt, wenn wir doch weitergehen. Und kein Katzenkopf, lass das Stein heilen.